Ja, also die Frage ist für mich, wie kommen so viele Frauen darauf, das zu antworten? Ja, also ich würde sagen, Medienmanipulation in dieser Richtung, ne, und dass man so in unserer Gesellschaft einen Keil treiben will zwischen Männern und Frauen. Exakt das. Ne, und hier zeigen sich wirklich die Früchte von dieser Manipulation. Ja, servus Leute, herzlich willkommen zurück. Avocado TV hier. Ich begrüße heute wieder meinen Mitstreiter Thinking Devil. Hallo, hallo. Hallo. Der ein oder andere von euch wird wahrscheinlich mitbekommen haben, dass es jetzt so einen Trend gibt von einem Video, was erstmals bei TikTok und Facebook viral ging. Da ging es darum, dass man junge Frauen gefragt hat, mit wem würdet ihr lieber eine Nacht im Wald verbringen? Mit einem Mann oder mit einem Bären? Und die meisten von euch werden es schon mitbekommen haben. Verwunderlicherweise, wie ich finde, haben die meisten Frauen gesagt, mit einem Bären. Aber was hat es damit auf sich? Dazu schalten wir jetzt gleich mal zu einem Video rüber, was ich bei Facebook gefunden habe. Und das werden wir dann heute kommentieren. Ich lasse es einfach mal ganz durchlaufen und dann melden wir uns zurück. Das sehen wir hier. Und das lasse ich erstmal ganz durchlaufen. Noch mal gefragt, mit wem wärt ihr lieber nachts alleine irgendwo im Wald? Mit einem Bär oder mit einem Mann? Und 99% der befragten Frauen antworten mit einem Bär. Natürlich kann man das jetzt ins Lächerliche ziehen und sagen, ach guck mal, lieber mit einem Bären, der zerreißt dich, der frisst dich. Wieso denn mit einem Bären und nicht mit einem Mann? Die Antwort ist so einfach wie auch traurig. Ein Bär, der hat wahrscheinlich einfach nur Hunger, wird mich erlegen und so lange an mir fressen, bis er fertig ist. Mich liegen lassen und gehen. Ich sehe zum Beispiel bei dem Bär keine Gefahr, dass er mich nach meinem Ableben nochmal schändet, das alles auf Video aufnimmt und eventuell irgendwo im Darknet hochlädt. Sollte ich das Ganze auf unerklärliche Weise überleben, wird niemand an meinem Opferstatus zweifeln. Niemand wird mich fragen, was hattest du an? Oder hast du eventuell zweideutige Signale gesendet? Ich habe gerade ein englisches Video bei Jo. Also ich glaube, die Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich ganz klar. Also man hat die Frauen gefragt, die meisten sagten, ja, wir würden lieber eine Nacht mit einem Bären verbringen. Also meine erste Frage an der Stelle wäre eigentlich, wissen diese Frauen eigentlich, was ein Bär ist? Oder dachten die vielleicht alle, es ist ein Panda damit gemeint? Oder ein Waschbär zum Beispiel? Ein Teddy. Oder einfach ein Teddy, der aus Stoff besteht. Ja, das wäre jetzt so meine Frage dabei gewesen. Ja, was ist dein erster Eindruck? Naja, das ist eben das Problem, was wir kriegen, wenn man halt unseren Frauen dauernd irgendwelchen Bullshit eintrichtert, wie gefährlich und schlimm doch alle Männer sind. Und wir wissen ja immer, alle Männer. Und das ist ja auch so ein Ding. Der Kollektivismus ist ja bei den Frauen halt auch mehr, kommt bei den Frauen mehr an als bei den Kerlen. Das heißt, die Frauen sind eher dazu geneigt, kollektivistisch zu denken. Das heißt also, alle Männer, alle Männer, alle Männer. Und da sind dieselben linken Frauen, die sagen, ja, du musst doch mal differenzieren und nicht pauschalisieren. Aber sie machen es dann ja auch bei sich, also mit dem Kollektivismus. Also sprich, es sind ja alle Frauen immer die Opfer und alle Männer immer die Täter. Das ist halt eben dieses. Da sind wir wieder bei dieser Opferpyramide, wie Schlomo die mal gezeigt hat, ne? Wobei Männer, besonders weiße Männer, ja ganz unten sind und darüber ja, auf jeden Fall schon mal die Frauen. Genau. Also von daher ist doch klar, dass sowas in der westlichen Welt dann dabei rauskommt, wenn man dann die Frauen befragt, wem würdet ihr lieber im Wald begegnen, einem Mann oder einem Bären, dass die dann sagen, um Gottes Willen.
Und sie wurden von sämtlichen Medien, ob es nun Nachrichten sind, ob es nun Universität ist, Schule, Politik, dauernd von klein auf beigebracht, wie gefährlich und schlimm doch Männer sind. Und dann hatte man als Frau vielleicht dann auch selber nochmal eine schlechte Erfahrung mit einem Mann. Ich meine, natürlich, es gibt, nicht alle Männer sind toll, auch nicht alle Frauen sind toll, ist ja gar keine Frage. Nur die Frauen neigen halt, wie gesagt, viel leichter dazu, das dann auf die Gesamtheit zu übertragen. Mhm. Mhm. Und wenn das dann, wie gesagt, auch rund um die Uhr von allen, aus allen Kanälen ihnen dann auch noch so zugetragen wird, dann kommen dann solche Umfrageergebnisse dabei raus. Mhm. Also, auch wenn es an dieser Stelle eigentlich nicht notwendig wäre, rechnen wir das Ganze doch mal wahrscheinlichkeitstechnisch durch. Also, liebe Frauen, die ihr das hier hört, stellt euch vor, man nimmt jetzt 100 Männer, zufällig ausgewählt aus der Bevölkerung, die, sagen wir mal, genauso alt sind wie ihr. Und man macht dieses Experiment, man lässt die eine Nacht im Wald mit euch allein, meinetwegen auch in einem Zelt oder so, ich glaube, so war das auch gedacht, ne? Ein Zelt oder vielleicht zwei Zelte. Also jedenfalls, ihr befindet euch dort. Ja, wie wird dieses Experiment so im Mittel ausgehen? Und dann nehmen wir euch und machen das Experiment nochmal mit 100 Bären. Also wie wird da das Experiment ausgehen? Und bei den Bären, es sind nicht alle frisch genährt. Vielleicht sind einige hungrig. Ja. Den Faktor sollte man damit auch beachten. Und wie gesagt, es sind wahrscheinlich keine Panda-Bären, ne, sondern eher so Braunbären. Oh, da können wir großzügig sein. Da können wir die ganze Bandbreite nehmen. Das ist ja. Ja, also die Frage ist für mich, wie kommen so viele Frauen darauf, das zu antworten? Ja, also ich würde sagen, Medienmanipulation in dieser Richtung, ne, und dass man so in unserer Gesellschaft einen Keil treiben will zwischen Männern und Frauen. Exakt das. Ja, und hier zeigen sich wirklich die Früchte von dieser Manipulation. Genau, das ist das Problem. Und wie gesagt, das Ergebnis von dieser jahrelangen, ja, du sagst es genau richtig, Manipulation, Propaganda. Mhm. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, vielleicht findest du ihn noch, bevor, also wenn du das jetzt hier online stellst. Es gibt einen Artikel, ich glaube, der war in der Daily Mail, wo eine 19-Jährige, ich weiß nicht, ob es eine Russin oder Ukrainerin war, noch eine Stunde quasi mit ihren Eltern telefoniert hat, als sie vom Bären gefressen wurde. Da hast du keine Fragen mehr. Mhm. Mhm. Naja, wie gesagt, der normale westliche Mann ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, irgendwie Frauen zu fressen oder sonst irgendwie. Gerade der westliche Mann nicht. Und das ist auch eine passende Überleitung, was du sagst, zu einem Meme, was ich dazu entdeckt habe. Und das blende ich jetzt auch mal ein. Das ist nämlich sehr passend, wie ich finde. Was haben wir da? Aber auf der linken Seite einen Braunbär. Und was erfahren wir so über einen Braunbär? Der kann bis zu 9 Feet, das sind 2,70 Meter so um den Dreh, ne? 2,70 Meter, 2,80 Meter. Wenn er aufrecht steht, kann bis zu 650 Kilogramm wiegen. Ich habe jetzt mal umgerechnet von LBS, das ist so von der Einheit her das Doppelte, ne? Ja. Blauen bis zu 4 Inches, also Inch 10 Zentimeter, ne? Ja, yep. Für die Leute, die sich nicht so auskennen und mehr so im Entertainment-Bereich unterwegs sind, stellt euch vor, Wolverine begegnet euch. Ja. Dann lesen wir hier eine Bisskraft von 1200 Psi, bzw. Psi. Okay, sagt mir jetzt nicht so viel, aber wenn wir uns vorstellen, das ist ein ausgewachsener Bär, das dürfte schon relativ viel sein, nicht wahr? Ja, yep. Ich meine, wir wissen alle, was für eine Bisskraft so ein durchschnittlicher Hund hat. Und ich rede von Hund, nicht von Chihuahuas. Mhm. Das sind Meerschweinchen, aber. Also Hunde. Mhm. Dann könnt ihr euch denken, was so ein richtiger Bär so drauf hat. Und dann lesen wir hier noch ein Pelz, beziehungsweise ein Fell. Auch bis zu 5 Inches, also etwas mehr als 10 Zentimeter. Also Dicke wird damit gemeint sein. Und eine Geschwindigkeit bis zu 35 Meilen pro Stunde. Das ist also ungefähr 50 km/h. Da kommt doch der andere Joke her. Wenn du vom Bären verfolgt wirst, du musst nicht schneller sein als der Bär. Du musst nur schneller sein als der Letzte in deiner Gruppe. Ja, kenne ich so ähnlich mit Löwen, ja.
Ja, auf der einen Seite, da haben wir hier den Braunbären, auf der anderen Seite, da haben wir hier den guten Kyle. Und was ist mit dem? Der ist 5'10". Das ist umgerechnet, ich glaube, 1,79 oder so, ne? 1,78, 79. Ja. Der hängt da in Klammern. Ew. Ja, weil wir wissen ja auch, nebenbei bemerkt, Frauen stehen ja auch immer auf größere Kerle. Verständlicherweise. Sie wollen ja auch beschützt werden. Das ist ja so ein evolutionäres Ding, das einfach in ihnen drin ist. Mhm. Da können sie maulen und Feministen sein und alles, was sie wollen. Aber es ist halt einfach drin. Durch zigtausende Jahre Evolution. Ja. Natürlich möchten sie lieber einen größeren Kerl, weil der kann sie beschützen. Mhm. Mhm. Dann lesen wir hier 174 Pfund, ist also wieder die Hälfte davon, na, so 87 Kilo. Du hattest vorhin ja schon Shlomo erwähnt, der gute Kyle sieht auch so ein bisschen Elmo-mäßig aus. Shlomo sagt ja immer so schön, wie sagt er, Elmo-Fizierung. Warte, ich zoome mal ein bisschen ran. Ja gut, okay. So jetzt, ich glaube, es gibt schlimmere Fälle. Schlimmeres. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, ja. Aber was natürlich erschwerend hinzukommt, hier steht, der hat schon mal Hi gesagt zu einer Frau im Fitnessstudio. Ja, das ist ja schon sexuelle Belästigung heutzutage. Ja. Vielleicht ist der Kyle ja ein pathologischer Triebtäter. Also, wenn ich es mir recht überlege, vielleicht schneidet er dann doch schlimmer ab als der Bär, oder? Ja, natürlich. Also, ja, da sieht man halt, wie dumm und völlig realitätsfern dieser Feminismus-Schwachsinn ist. Eine Gesellschaft, egal welche, überlebt nicht, wenn sie Frauen nicht an erste Stelle stellt. Warum? Weil Frauen diejenigen sind, die für die Fortpflanzung zuständig sind. Und wenn Frau sagt, ist nicht, oder wenn Frauen zu wenig sind, dann stirbt die Spezies aus. Stell dir mal vor, das heißt, du könntest, schwurbeldi-durbeldi, eine Gesellschaft zerstören, indem du einfach nur effektiv und tiefgreifend einen Keil zwischen Männern und Frauen treibst und den Frauen einredest, dass Männer nicht gut sind. Genau. Und dann kommt sowas raus, ich treffe mich lieber mit dem Bären. Ja. Ja. Hier kommt genau sowas bei raus. Oh, übrigens, ich bin auch auf noch ein Argument gestoßen, was damit zusammenhängt, auch vorhin bei meinen Streifzügen durch Twitter oder so, da sagte einer, okay, dieselben Frauen, die das sagen, dass sie lieber mit einem Bären hier im Wald wären, die sagen auch, dass es okay ist, wenn Männer jetzt in die Schutzräume von Frauen eindringen. Yep. Also in Dusche und Sauna und öffentliches Klo und so. Mhm. Und, das kommt ja auch noch dazu, dieselben Leute sind auch diejenigen, die immer rumjaulen, wenn irgendwie Gefahr droht oder sowas, sonst kein Mann in der Nähe. Was hast du gerade? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Erinnert mich an diesen Spruch, es gibt keine Feministinnen in brennenden Häusern. Genau das. Genau oder, oder im Schützengraben. Ja, genau. Weil ich habe auch irgendwie bei den ganzen Feministen habe ich auch noch nie gehört von wegen, wir wollen, dass Frauen auch an die Front gehen. Also im Krieg zum Beispiel. Gleichberechtigt ja, aber ne, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann vergisst man all die hehren Ideale. Und Kacke am Dampfen ist auch ein guter Punkt. Ich habe auch noch nie gehört, dass Frauen sich beschwert haben, hey, bei Klempnern und so hier Gaswasser-Scheiße, hier solche Berufe, da sind Frauen irgendwie auch sehr unterrepräsentiert. Habe ich irgendwie noch nie die Feministen gehört, hey, wir brauchen mehr Klempner, wir brauchen mehr Maurer, wir brauchen mehr sowas. Irgendwie höre ich das immer nur bei Vorstandsjobs und irgendwelchen gemütlichen Bürojobs, wo die nicht vorhandenen Eier schaukeln kann. Mhm. Ja, ich nenne als Beispiel an der Stelle immer ganz gerne die Arbeiter auf Ölbohrinseln. Auch ein sehr gutes Beispiel, ja. Die ja nun so hart sind, also auch die meisten Männer würden bzw. können das nicht wirklich durchhalten. Oder seinerzeit, die Minenarbeiter. Wie viele Männer sind in Minen verreckt wegen den Gasen und den ganzen anderen Geschichten, was sie dauernd eingeatmet haben? Während ihrer Arbeit. Und warum haben sie überhaupt da gearbeitet? Um es ihren Familien, ihren Frauen, dass es denen gut geht, dass sie es warm haben. Weil darum ist man ja auch in die Mine gegangen, um Kohle und Ähnliches. Ja, ich habe neulich so ein Bild gesehen, auch auf Twitter irgendwo, wo gezeigt wurde, wie
Männer, naja, also teilweise noch Jungs, muss man sagen, in den Kohleminen in England im Zeitalter der industriellen Revolution gearbeitet haben. Also ich sag's dir, mit denen will ich nicht tauschen. Nee, also, ja, oder eben das beste Beispiel sind ja immer noch unsere Helden aus dem Zweiten Weltkrieg. Und mit unserem meine ich jetzt natürlich die Alliierten, eh hier irgendjemand. Ja, bevor jetzt wieder einer rumheult, ja. Glaubst du, einer von denen, die damals für Freiheit und Demokratie und alles gekämpft haben, hätten gedacht, dass wir mal so eine Gesellschaft erleben wie heute? Weil dafür standen die nicht auf dem Kriegsfeld. Ich sag dir eins, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, ich würde Folgendes machen. Ich würde eine Dokumentation der heutigen Gesellschaft machen, möglichst sachlich, möglichst realistisch. Dann reise ich in die Vergangenheit und dann zeige ich das den alliierten Soldaten, die am nächsten Tag, ne, mit der Fähre nach Nordfrankreich fahren sollen. Den zeige ich das und frage die, was halten die davon? Was würden die denken? Ja. Schaut mal, ja. Hier, das hier ist das, wofür ihr kämpft. Aber dann würdest du sie ja demotivieren und dann würde ja Hitler... Ja, das ist es ja. Das wollen wir ja auch wiederum nicht. Auch wenn die Gegenseite glaubt, dass wir das wollen. Unser Problem ist, wir wollen keinen Kollektivismus, egal von welcher Seite. Ja, glaube, das können wir festhalten. Also, was wir hier sehen, ist das Ergebnis von jahrelanger Manipulation, Propaganda, Gehirnwäsche, nennt es wie ihr wollt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist für eine Gesellschaft oder einer prosperierenden Gesellschaft führt. Und du hast gerade noch einen guten Punkt genannt mit der Reise in die Vergangenheit und so weiter. Es gibt doch auch immer das Ding von wegen, ja, wenn ich in die Vergangenheit reisen würde, würde ich Hitler töten. Das ist ja so das Klassische. Der Klassiker, ja. Gerade auch von den Linken hört. Wo man sich dann auch immer fragt, Empathie und so weiter. Man könnte ja auch vielleicht in die Zeit zurückreisen, wo er noch Kind ist und ihn irgendwie anders erziehen oder was auch immer. Aber nein, sie wollen ihn natürlich gleich töten. Es würde ja theoretisch reichen, wenn du sagst, okay, er wird einer Kunstakademie aufgenommen. Ja, zum Beispiel. Also, oder sowas. Zumindest ich würde, also wenn wir schon auf deren Niveau runtergehen, sondern in die Vergangenheit reisen, um wen zu töten, da wäre ich dann mehr in Richtung Marx und Gramsci unterwegs und vor allen Dingen, wie es halt, und Rousseau. Und ich bin der Meinung, wir sollten zu Gramsci und Rousseau vielleicht auch mal was Längeres machen. Weil sehr viel von der linken Ideologie natürlich auch auf Marx, aber eben auch Gramsci und Rousseau basiert. Da könnten wir vielleicht bei Gelegenheit mal so einen richtigen Beitrag zu machen. Ja, also ich habe schon so einiges auf meiner Liste. Können wir definitiv mit hinzunehmen. Also hört sich wesentlich an. Ich wäre mit dem Thema durch. Hast du noch was? Nö, das war jetzt auch so mein letzter Punkt, den ich noch loswerden wollte. Ansonsten, liebe Mädels, bitte haltet euch von Bären fern, auch von Waschbären. Ich meine, es gibt ja hier in Deutschland nicht, aber in Amiland und so weiter, da hast du ja auch das Problem, dass die so in Mülltonnen und so weiter rumfühlen. Doch, in Deutschland gibt's Waschbären. Haben die Waschbären? Ja. Die gehen auch manchmal an Mülltonnen. Hab ich schon mal erlebt. Mülltonnen oder Vogelfutter oder was man so... eventuell draußen im Garten hat. Haltet euch auch von denen fern, die können auch gefährlich für euch werden. Also natürlich nicht im Vergleich zum Grizzly oder ähnliches, aber die sind mit Vorsicht zu genießen. Generell haltet euch von Bären fern. Kann ich nur empfehlen, ja. Es sei denn, es sind Haribo-Gummibär, obwohl, da haltet euch lieber auch von fern, dann seht ihr irgendwann aus wie Ricarda Lang. Nee. Also auch lasst mal die Gummibären auch bitte weg. Amen. Ich würde an der Stelle sagen, wir sind durch. Immer dran denken, nur ein skeptischer Geist ist ein gesunder Geist. See you in hell. Avocado over and out.